Ich bin hier, um dir zu zeigen, wie du deine Polaroid Originals One-Step-Two-Kamera benutzt. Das ist der Auslöser. Der Hell-Dunkel-Schalter stellt die Belichtung so ein, dass das Foto etwas heller oder dunkler erscheint. Wir lassen ihn einfach in der Mitte. Wenn du die Selbstauslöser-Taste drückst, leuchtet sie orange. Wir lassen den Selbstauslöser vorerst aus. Hier kannst du die Kamera ein- und ausschalten. Und hier kannst du die Polaroid-Kamera über Micro-USB aufladen. Polaroid-Filme mögen viel Licht. Wenn du aber draußen im hellen Sonnenschein fotografieren möchtest, kannst du die Blitzunterdrückungstaste drücken, während du ein Foto machst. Die Kamera wird dann nicht blitzen. Um 600er oder iType-Film zu laden, schalte die Kamera ein. Nun ziehe den Riegel nach rechts, um die Filmladeklappe zu öffnen. Wenn auf das Deckblatt gedrückt wird, kann der Film versehentlich dem Licht ausgesetzt werden. Bevor du die Filmkassette in deine Kamera einsetzt, vergewissere dich, dass die Regenbogenlasche nach außen und das Deckblatt nach oben zeigen. Das schwarze Deckblatt wird automatisch ausgeworfen. Es ist da, um den Film vor Licht zu schützen, solange er nicht in der Kamera ist. Jetzt ist deine Kamera bereit, Fotos zu machen. Nun schieß dein erstes Foto. Mach es zu einem guten. Unter der Schutzfolie befindet sich dein erstes Polaroid-Foto. Warte einen Moment, lasse die Schutzfolie nach hinten schnappen, nehme das Foto aus der Kamera und drehe es um, damit es vor Licht geschützt ist. Da du ein Foto gemacht hast, erlischt nun eine LED. Farb- und Schwarz-Weiß-Film haben unterschiedliche Entwicklungszeiten. Auf der Verpackung findest du die genaue Zeit, wie lange es dauert, bis dein Foto vollständig entwickelt ist. Jetzt weißt du alles Nötige. Viel Spaß mit deiner One-Step-Two-Kamera.